Ja, hallo, ich bin Onur, ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere Bewegung und Gesundheit in Gießen, Vollzeit, und nebenher bin ich noch Yogalehrer. Also ich bin primär hier, weil meine Kursmanagerin vorgeschlagen hat, ob ich mitkommen will, weil die hierher kommen wollte und weil die Uni für die Anmeldung meiner Bachelor-Thesis voraussetzt, dass ich einen Kongress besuche. Das heißt, ich bin sozusagen gezwungenermaßen hier, aber ich fand die Thematik cool, auch weil ich selber Krafttraining mache und dachte mir, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und ich habe jetzt eben zwei Vorträge gehört. Das war einmal, ging es um Sport und vegane Ernährung, den fand ich sehr, sehr interessant, der Vortrag war echt cool. Und dann der danach, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie der Speaker hieß, aber es ging um Training und Prävention. Nee, Training und Therapie, genau. Und das fand ich auch sehr interessant, wie man das beides miteinander kombinieren kann und die Wichtigkeit von Training. Also wenn ich jetzt in Richtung Selbstständigkeit denke und Unternehmertum, dann fand ich den letzten Vortrag, den ich gerade angesprochen habe, schon sehr hilfreich. Einfach weil es den Horizont so ein bisschen erweitert hat und so den zukünftigen Trend wiedergespiegelt hat. Also ich habe bisher mich mit noch niemandem unterhalten, außer dass ich gerade gefragt wurde, ob ich Lust habe, ein Interview zu geben. Ich bin aber auch erst mittags gekommen, also ich bin noch nicht so lange hier.